Frank, du bist jetzt quasi live drauf. Und zwar bist du beim Toys to Masters Halbfinale unser Chefreporter. Wie sieht's denn aus? Ja, wir sind hier in der Bad Godesberger Stadthalle. Die vier Bands, die um den Einzug ins Finale spielen, haben eigentlich fertig. Jetzt kommt noch der Gäste. Wir haben hier einfach mal so ein paar Leute aus dem Publikum uns gefischt, um die mal zu fragen, wie die Stimmung hier ist. Wie würdet ihr das beschreiben? Ich? Bitte beschreiben. Oh, hat keine Lust? Das klappt okay. Ja schon super da. Ist faszinierend, ich bin hin und weg, das ist toll, das ist das tolles Gefühl, ich finde es herrlich, einfach nur geil. Ja, dem schließe ich mich an. Okay, die Bands, wie findet ihr die Bands so? Ja, also mein Favorit ist immer noch Bandit, deswegen bin ich auch hier. Ist bei euch auch so, bei euch anderen, Bandit? Ja, natürlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir wurden gekauft von der Band. Okay, ich höre hier gerade von hinten Hazel-Schreie, daraus schließe ich, ihr seid für die Hazel, siehst du was? Ja, insgesamt kann man sagen, sind wir für die Hazels. Das Konzert war von anderen natürlich nur mäßig, aber die Hazels waren schon deutlich im Vordergrund, kann man sagen. Und die Stimmung hier so von Toys to Masters? Sehr gut, gerade bei den Hazels war sehr gut. Ich muss sagen, die Hazels haben auf jeden Fall gerockt. Ja, die Hazels haben auf jeden Fall bestochen hier. Ihr seid doch alle gekauft. Okay, und wart ihr schon öfter hier oder seid ihr das erste Mal hier auf dem Toys to Masters? Ja, wir waren die Hazels hier, waren wir auch da, ja, auf jeden Fall. Ja, letztes Mal war zwar nicht so viel Publikum da, aber als die Hazels da waren, war es natürlich auch gut. Würde ich sagen, die haben sich verbessert hier durch die Betreuung auf dem Toys to Masters mit der Zeit? Die waren natürlich schon vorher Weltklasse, aber jetzt kann man sagen, ja, so ein paar Prozent sind dazugekommen, aber ich meine, was will man bei 100% noch so groß dazu tun? Ne? Die Hazels, muss man auch sagen, haben auch viele neue Fans gefunden heute. Weil so extrem gerockt hat die Bude, glaube ich, okay, ganz schön viele Hazels-Fans haben. Neutral bleiben, deswegen mal ganz kurz nochmal zurück zum Bandit-Fans. Bandit, haben die sich verbessert durch die Betreuung hier auf dem Toys to Masters? Also sie haben hier einige neue Songs dabei gehabt, von daher hat es mir schon gut gefallen auch. Seid ihr das erste Jahr hier oder wart ihr schon mal vorher auf dem Toys to Masters? Nee, vorher war ich noch nicht hier, weil da war auch keine Band, die mich wirklich interessiert hat. Also Bandit spielt jetzt ein Kumpel von mir und ja gut, muss halt unterstützen. Würdet ihr es trotzdem weiterempfehlen, das Toys to Masters, dass man sich das reinziehen soll? Auf jeden Fall. Das ist das Beste, was man machen kann. Ohne Scheiß. Alles klar. Vielen Dank an euch und damit zurück ins Studio. Ja, danke Frank für diese kleine Zwischenmeldung von dir. Du rufst später nochmal an? Ich werde mich später nochmal melden und wir versuchen in der Zwischenzeit nochmal eine Band vor das Mikrofon. Sehr schön. Die Band in unserem Studio ist immer noch nicht da. Wir warten noch. Also Frank, schönen Dank und bis später. Bis später. The Cure muss raus. Frank kommt rein. Frank? Ja? Du wärst dann quasi dran. Ja, ja. Wir sind drauf, oder was? Jawohl. Ja, okay. Ja, wir stehen hier wieder beim First Master und bei mir am Mikrofon habe ich jetzt die Band Mainu Su. Die haben hier gerade ziemlich schweinemäßig als Headliner die Show gerockt. Und ich habe jetzt hier den Sänger von Mainu Su am Mikrofon. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Show, war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Wie hat es euch gefallen? Super spitzenmäßig. Ja, Publikum mitgegangen, ich meine, ihr kommt aus Nürnberg, richtig? Und da kennt man euch hier eigentlich noch nicht, aber ist es trotzdem, habt ihr das Gefühl gehabt, gerockt? Also es war eigentlich, als ob wir irgendwie daheim gewesen wären. So war es fast so. Cool, ja, mir jetzt auch sehr gut gefallen. Ihr wart jetzt hier heute Abend als Special Guest. Wie genau seid ihr dran gekommen? Wir sind dazu gekommen, weil wir machen jetzt von einem Projekt von der deutschen Bundesregierung, die fördert junge Bands, beziehungsweise Newcomer-Bands, die mit ihrer eigenen Musik was machen wollen. Da sind wir vorgeschlagen worden, dort mitzumachen. Und wir spielen am Samstag hier nochmal in Bonn in der Kunst- und Ausstellungshalle um 19 Uhr und da ist der Eintritt frei. Und da haben sie uns gedacht, ey, da ist noch ein Wettbewerb wie ein cooler und ob wir da nicht mitmachen wollen als Special Guest. Und haben gesagt, klar, mach mal auf. So ist mehr gekommen. Also ganz dringender Tipp an die, die am Samstag noch nicht zu haben, 19 Uhr in der Kunst- und Ausstellungshalle Mainu Su unter anderem zu sehen, nur zu empfehlen. Noch eine andere Sache, also soweit ich das jetzt verstanden habe, fördert Toys to Masters eben auch genau Bands und arbeitet mit diesem Pop, wie heißt es nochmal? Popcamp halt. Mit dem Popcamp zusammen und Bands, die hier gewinnen oder besonders gut abschneiden, haben also auch die Chance hier mitzumachen, habe ich das richtig... Ganz genau, weil da sitzt auch jemand von der Jury, ist ja auch jemand mit dabei, der da tätig ist. Und als Band kann ich nur empfehlen, so wie wir auch, einfach spielen und seine eigene Linie treu bleiben und irgendwann mal kommen dann schon die entsprechenden Leute auf einen zu. Habt ihr die anderen Bands hier gesehen? Ja, hab ich gesehen, ja. Und
Ja, okay. Das war's schon. Vielen Dank euch dann noch. Viel Erfolg weiterhin. Mein Su am Samstag, 19 Uhr in der Kunst- und Ausstellungshalle in Bonn. Vielen Dank. Und damit... Ja, Frank, Ergebnisse hast du noch keine? Nein, da werde ich mich jetzt direkt drum kümmern und ihr kriegt in ein paar Minuten Bescheid, wer gewonnen hat bzw. wer ausgeschieden ist. Alles klar, wunderbar. Dann bis viel Spaß gleich. Noch und bis später. Das war Frank, live vom Toys to Masters. Ergebnisse hoffentlich noch diese Stunde. Wie steht's bei den Bayern eigentlich? Die führen, glaube ich, noch immer 1-0. Ja, der Fernseher ist zu klein. Wir brauchen einen größeren Fernseher. Bitte, wenn ihr einen größeren Fernseher habt, ruft uns an unter 0228 73 1988. Führen jetzt 2-0. Bayern führt 2-0, das heißt, sie müssten eigentlich durch sein. Wir spielen Ruby von den Kaiser Chiefs. So, Frank. Ja, wir haben jetzt die Ergebnisse hier vom Toys to Masters, vom ersten Durchgang des Halbfinales. Morgen wird der zweite Durchgang nochmal stattfinden. Da treten dann nochmal 4 Bands gegeneinander an, bei denen dann auch 2 ausscheiden werden und nur 2 weiterkommen. Heute hat die erste Entscheidung gegeben. Da lass mal raus hier. Weiter sind, so wie wir es ja auch irgendwie immer mitgekriegt haben, die favorisiertesten Bands, nämlich einmal aus Bonn die Band namens Bandit und aus Wesel die Hazels sind weitergekommen. Und die beiden Bands waren noch wirklich gut, haben hier echt das Haus gerockt. Und ja, wir sind gespannt auf morgen. Morgen geht es hier weiter. Und dann werden wir sehen, welche 4 Bands am 4. November im Pantheon den Sieg hier vom Toys to Masters spielen und um den Gewinn einer CD-Produktion. Alles in allem kann man eigentlich sagen, ist dieser Contest definitiv gelungen. Ist die Band. Circa 150 Leute waren hier. Das hört sich vielleicht nicht besonders viel an, aber die Stimmung war atemberaubend. Die Bands haben wirklich ihr Bestes gegeben. Der Sound war toll. Mir hat's gefallen. Ich frage nochmal kurz Sabrina. Ich bin auch ganz kauf von der Veranstaltung. So viele talentierte Menschen auf einem Platz und ja, sehr schöne Show. Finale kann nur gut werden. Alles klar. Also wer auch Lust hat, hier vorbeizukommen, soll ich machen. Morgen gibt es hier nochmal das Halbfinale. Und wie gesagt, dann am 4. November im Pantheon Finale. Morgen geht es hier weiter mit Bands wie Plethora, den absoluten Favoriten. Bock, Motoin, ganz knapp nur hinter Plethora. Und zwei anderen Bands, deren Namen ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht parat habe. Also somit zurück ins Studio und euch noch viel Spaß. Ja, danke. Bist du morgen auch wieder da vor Ort? Ich werde morgen auch wieder vor Ort sein und die eine oder andere Live-Schalte machen. Und beim Finale dann selbstverständlich auch. Großartig. Alles klar. Dann schönen Dank und schönen Abend noch. Euch auch. Ciao. Danke.